Ich sehe hier nichts leuchten. Das ist, ich sehe den Wald vor lauter. Ihr kennt den Spruch. Ja. Ich glaube, ich stehe im Walde. Ganz still und stumm. Und vor lauter Wald drehe ich mich um. Aber ich hab's gefunden. Guck, seht ihr das? Das ist doch offensichtlich. Das sieht doch ein Blinder mit einem Krötenstock. Dass das am Leuchten ist, dass wir da ja wahrscheinlich hingehen sollen. Guck und wieder scharren. On our property, there were old abandoned pieces of a shed and car long left unused. I used to ask him all the time who those people were that left all this junk. I'm sure he got so tired of hearing it that he made up some elaborate stories how a brown bear ate them and haunted the woods afterwards. What's funny is I think it made those people seem more real. Growing up thinking they were still hanging out like they couldn't say goodbye. I used to tell my friends how I could swear I saw spirits move near the water, and that always freaked them out. I guess it didn't bother me, because the way I saw it, they were normal people with old cars and sheds, just trying to figure out how to survive and be happy in the middle of nowhere. It was a cool thought that they didn't want to leave, but you know, I was a weird kid. Well, you had good company since those ghosts liked living in a place where they were brutally devoured. Also was er gesagt hat, der regt sich über denselben Scheiß auf wie ich die ganze Zeit, dass die Leute den Müll in den Dreck werfen, in den Wald. Und hat er seinen Vater mitgenervt und der, warum war der Vater genervt? Der war also, na gut, wahrscheinlich war er so ein Scheißkind wie, warum ist das so, Papa, warum ist das so? Kannst du mir sagen, warum und warum hast du da... Hast du keinen eigenen Sack? Und dann, ja, war das halt, dass der Vater ihm Geschichten erzählt hat, hat ihn also kackendreist angelogen, so dass Bären und Vögel, die gefressen haben, also Vogelbären, und dann hier war nix. Ich wollte doch, nein, ich komm, dann sammeln wir alle. Und dann hat er gesagt, ja, sag mal, dass er irgendwie wirr war, ein wirres Kind, und da sagte die Frau so, ist ja lustig, und den Rest habe ich nicht verstanden. Vielleicht schreibt ihr mir noch mal eine Kommentare. Helft mir doch mal, bitte. Oh. Das sieht jetzt aus wie eine wirre Frisur. Das ist mir aber jetzt nicht ganz geheuer. Das wird jetzt... Die Musik hat sich auch geändert. Kennt ihr das? Der Moment, wenn im Spiel sich die Musik ändert, ist immer scheiße. Das heißt, das, was im Argen liegen tut. Oh, und nochmal. Obwohl, die Musik ist jetzt nicht so böse. Even at my most distant, at the times when I detested him the most, he kept reaching out. For a year straight, he asked me every week when we were going camping. I thought he was just dense. Eventually, to shut him up, I agreed. We carried out the worn lawn chairs from the garage and set up a cinder block campfire at the site we'd always used behind the house. We walked down the mountain path, talking in the warm sunshine we only got a couple months of the year. Those three obsidian rocks shimmered alongside the shore, almost like sparklers pressed against a dark window. I'll never forget that wet stone on my feet, or how those massive mountains looked even bigger in the lake's reflection. I felt small, but grateful. As the sun set, my dad found something I hadn't seen for a long time, the tree where I'd made my first carving when I was six. I hadn't even carved it. My dad had helped me, but I still called it my tree.
Something about seeing my name there made me open up. And we talked about everything that night in that old camouflage tent. I told him how much I love sketching and design, and how it would be a dream to study architecture in Seattle. I told him how I didn't get along with my friends much anymore, but that I didn't mind being alone. He told me he was there for me, and he joked that if all he had to do was write my name on a tree to finally get me to talk, he would have left me carved logs with novels on them in front of my room every morning. I don't know why it took me that long to realize it, but it was then I knew how much he had sacrificed for me. Also was der Rat erzählt hat, ist eine lange Geschichte. Also erst dachte ich ja, das Messer. Und da hat er gerade gesagt, der Vater ging ihm so auf die Eier, da dachte ich, der hat ihn eiskalt abgestochen. Ich hätte es getan, ich hätte beide abgestochen. Weil die haben beide Müll im Wald geworfen, das geht doch nicht. Aber ein Fuchs hat keinen Daumen und deswegen kann das Messer auch nicht halten. Und deswegen ist das obsolet, deswegen vergesst hat Marian schnell und dann hat er weiter verzählt, dass der Vater dann den Baum kaputt geschnibbelt hat und den Namen da reingeschrieben hat von dem Sohnemann und der Sohnemann hat angegeben, so, das hab ich gemacht, voll geil. Und dass er da so irgendwie, da sind die Camping gewesen, deswegen jetzt macht das doch Sinn, warum der ganze Kladderadatsch im Wald rumliegt. Haben wir ja gesehen. Ich hab's ja genau gesehen, wo die gecampt haben hier. Und dann haben die ja. Dann kamen die halt mal so zusammen als Vater und Sohn halt, wie das so ist. Und ich habe nicht gewusst, er ist Architekt. Architektin. Nicht eine besondere Beziehung zu. In Spielen besonders. My dad built a lot of stuff in his free time. If he wasn't watching fly fishing or reading Tom Clancy novels, he was carving something. He made tons of birdhouses. Not that he was into bird watching, but I think he really missed working and adding on to the home. If he couldn't afford the time to build onto our own house, he would have to settle with watching birds move into their little homes. We kept an old mattress in the bed of that ugly yellow truck, so we would drive it deep into the woods and then watch the birds fly into their houses while the sun set. Usually it was accompanied by venison jerky or a cold Coke, but not a lot of talking, which is how we both liked it. Also hat er gesagt, ich habe gewusst, eine Vogel aus haben wir hier gesehen, der hat das hier alles verunstaltet, der hat die ganzen Bäume weggeschnibbelt, um zu arbeiten, weil er halt die Füße nicht stillhalten konnte. Also der Vater, ne? Und dann hat er alles mit der Vogelhäuser hier zugeballert, obwohl sie kommen, weißt du, so ein Adler, der wohnt im Horst. Und das ist oben auf dem Berg, da braucht er keine Vogelhütte, da passt er ja nicht rein. Und die Raben, die sind sich viel zu fein für sowas. Und die Schmetterlinge, die brauchen sowas nicht, ein Fuchs auch nicht. Aber Hauptsache die Masten überall hier dran, die Kisten an die Masten genagelt, ne? Und, aber es scheint ihn beruhigt zu haben, so ein bisschen. Also das ist ja schon beruhigend, beruhigend. Beruhigend ist das. Ich reg mich schon wieder auf. Und, jetzt fehlt mir ein wenig Orientierung. Ich sehe hier gar kein Lichtlein. Jetzt kommen hier die Affen. Jetzt geht es los. Guck mal, was ist mit dem Vogel kaputt? Weißt du, woher das kommt? Die Zuckung von dem Vogel. Habt ihr den gesehen? Habt ihr den gesehen? Wenn nicht, spult nochmal zurück. Der Vogel hatte Zuckung. Die kommen davon, dass der ganze Müll hier im Wald liegt, ne? Da haben die mal am Altöl geschlabbert und dann siehst du so aus. Da kriegst du das zentrale Nervensystem setzt dann aus. Und wieder an und wieder aus und wieder an und das so schnell, dass du so flatterst halt. Ne? Dann, so funktioniert das. Die Vögel fliegen ja auch nur so. Weißt du, so Schalter an, Schalter aus, Flügel hoch, Flügel runter. Deswegen haben die auch nur eine Gehirnhälfte. Also aktiv. Die andere ist passiv. Oder sowas. Hab ich mal gelesen.
Internet. We were happiest underneath the evergreens. We decided it was time to finally map out the hundreds of acres we lived on just to pass the time during the summer. He was only free in the evenings, so I would spend the day wasting time on dial-up internet and sketching, and then we would rush into the woods, pen and map in hand, before evening fell. Sometimes, the aurora borealis would cast a cold green glow on the mountainside, and we would finish our route underneath a twilight sky. Sometimes, I was lonely during those summer days, but there was comfort in the routine. A lot of teenagers aren't looking for the daily grind, though. There's nothing wrong with wanting to get out, to leave your childhood home. You wanted to progress, to make something of yourself. Yeah, you're right. That house. I'm sure it's the same as how I left it. But then why does it feel so different? I doubt you're the only adult to have looked back and asked that question. Hm? Was? Ah, sie sind fertig. Also ich glaube schon, dass das seine Therapeutin ist, ne? So, also toll, dass wir uns getroffen haben, aber ich helfe dir jetzt mal. Siehst du aus, als könntest du das hier brauchen. Nee, was er meinte war, was hat er jetzt gesagt? Was haben wir gefunden? Was war das? Die Karte. Und ich glaube, der hat sich in Alaska ihr langweilt, weißt du, so, weil das ein Arschlochkind war, so, weißt du, so, Natur, ich will Gameboy spielen und Pokémon und, aber irgendwie war das dann doch geil und er vermisst es irgendwie. Komischer Typ. Guck mal. Klavier. Das ist der hier. Hannisch nicht. Erinnert ihr euch am Anfang? Dann habe ich gesagt, wo ist der Klavierspieler? Und jetzt sehen wir, hier hinter diesem Baum hat er sich aufgehängt. Und dabei sein Klimperkasten verloren. Zur Sonne gucken. Oder er wohnt hier im Vogelhaus. Wenn ich so hier eins und eins mal verknüpfe, Sherlock. Da ist dann hier. Hier liegt überall wild was rum. Sag ich ja, Gameboy hier. So ein Tablet. Ja, ich weiß, das war manuell. Hört auf zu klugscheißen, das kann ich auch. Macht auch Spaß. Nein, da kommen wir her. Da kommen wir her. Da kommen wir her. Ja, wo ist hier der Ausweg? Warum gibt es hier keine Beschilderung? Weißt du, da wohnen die hier jahrelang. Langweilen sich, hätten sie mal ein paar Schilder machen können, weil kommen ja nochmal andere vorbei. Aber nee, so, la, la, la. Wollen wir nicht. Laufen wir jetzt zurück oder was? Oh, ich habe so Angst, dass das falsch ist. Oder ist das Spiel schon zu Ende? War das die Geschichte? Nein. Da leuchtet's. Ich Blindfisch. Tut mir leid. Aber solange können wir ja noch der Musik lauschen, die so laut ist. Genießt es. Ist es nicht schön? Oder wie Leute, die ganze Zeit, kennt ihr das, wenn ihr auf einem Konzert seid? Und die kauen euch ein Ohr ab und erzählen euch, wie toll das alles ist. Ja, das Licht war richtig. War der Weg vorhin schon offen? Ich glaube nicht. Ich irgendwie. Oh, aber hier, dieser Weg wird kein leichter sein. Das ist so grasig und leer. Aber, ja, hier hat wohl einer mal Unkrautex gestreut. Schön mal hier planiert. Warum macht man denn sowas? Ach, jetzt müssen wir da hochklettern. Ja, schön. 47 Krümel. Ich frag mich. Habe ich schon gefragt, oder? Soll ich nochmal? Ich frage mich, wo er die hinsteckt. Sie, es ist nur sie, Hansel sagt. Und eigentlich, weißt du, so als Fuchs, ich suche meine Kinder. Ach, guck mal, da sammle ich doch lieber den Glitzerkram. Was ist das? Was geht da in so einem Fuchs vor sich?
Das fragt sich keiner. Das hat doch eine Bewandtnis. Weißt du, wenn du so einen Double-Jumpenden Fuchs durch die Innenstadt hüpfen siehst, da fragst du dich auch, hat er eine Fahrkarte gezogen? Oder hat der ein Diplomatenkennzeichen? Super, 50 Sterne. Ich will die Sterne nicht, ich will die Geschichte weiter. Ich will doch wissen, wie es weitergeht. Ist doch so spannend. Nein, wirklich, ist spannend. Ich will es wissen. Ich will es jetzt gerne wissen. Jetzt will ich es aber auch wissen. Wissen will ich es. Hier geht's nicht hoch. Ach, ich glaube, wir rennen hier sinnlos rum. Was sagt der Fuchs? Was sagt der? Ich glaube, hier waren nur die Lichter. Jetzt sind die Lichter aus. Und? Wie ist euch? Habt ihr schon alle Lichter an? Alle Lampen an. Ich würde es auch machen, wenn ich mich zugucken würde beim Let's Play. Ich würde mir die Kante geben. Das hältst du am Kopf nicht aus sonst. Aber, hier haben wir. Hier geht's doch direkt weiter. Das ist hier, wo die Musik so laut rauskommt. Der Rekorder. Kinder, die das nicht kennen, wenn ihr euch fragt, was das ist quasi der Streamingdienst des letzten Jahrtausends. So, auf so einer Kassette war so ein Stream aufgewickelt, ne? So virtuell. Und dann konntest du da hier, hast du hier deinen Account, hast dich eingeloggt, ne? Und dann lief das. So. Mehr muss ich nicht erklären. Ihr interessiert euch eh da nicht für. Ihr sagt aber, das ist der Moment, wo ich merke, Gott, bin ich alt. Ich bin so alt. So alt. So alt. Ah. Ah. Ich kenne noch Wählscheibentelefon. So traurig. Ja. Und ich hatte einen Riesenspaß als Kind. Ich fand die Null immer kacke, da musstest du einmal komplett rumwählen. Da hast du da 10 Minuten gewartet, bis die durch war. Naja. Damals hatte man aber auch die Zeit. So. Weiß nicht. Zerfudelte Kassetten, hier waren wir doch schon. Ach Menno, wo ist denn das nächste Licht? Da oben! Willst du mich flachsen? Ich glaube, ich bin total falsch gelaufen. Da waren wir auch, ne? Ja, ja. Wie kommen wir denn da hin? Wahrscheinlich müssen wir, ja, ich ahn's schon, in der Klippe da springen. Nee, damals. Was war besser? Weiß ich nicht. Glaub nix. Was ich ja langsam so vermute in meinem Alter, dass sich nie was ändert. Dass jeder nur das Gefühl hat, so, ja, ja. So, dass jeder die Weisheit mit Löffeln gefressen hat, dachte ich auch eine Zeit lang, bis ich gemerkt habe, oh, nee. Ne, besser dumm stellen als schlau tun. Und eigentlich ist Leben für uns alle irgendwie immer gleich. Nur ohne Double Jump. Nee, das. Ja. Da müssen wir nochmal rum. Muss ich mir merken, da ist das Licht. Aha, ah, wieder ein. Ah ja, warum habe ich das denn vorher nicht gesehen? Nein, deswegen. Komm, nein, spring du was. Komm, lass dir den Daumen wachsen. Danke, das ist mal. Gott sei Dank, ich hätte doch keinen Bock gehabt, hier nochmal rumzurennen. Verrückt. Was ein Albtraum. Also, wenn das hier ein Traum ist, dann möchte ich nicht wissen, wo wir gerade sind. Es sieht halt schmuddelig aus. Hier war doch der Licht. War das. Ah ja. Ah. Ah. Und. Ja, hier rumpelt und pumpelt doch was.
Ich hab's genau gehört. Bestimmt jetzt. Wo denn? Hier ringelt doch was. Also, und schwingelt in den Ohren. Wo ist das denn jetzt, Ophir Jange? Regelt Ophir. Da hat sich da was bewegt. Das war in der Nähe. Muss ich nochmal hoch, war das hier oben? Sag mal, jetzt sag doch mal was. Hallo. Guten Tag. Nee. Doch. Ups. Na, leuchte Fuchs. Ich sehe nix. Ja. Nee, das hat jetzt irgendwo wahrscheinlich an einer ganz anderen Ecke gepumpelt. Das heißt mal wieder uns die Pfoten wund laufen und kein Schluck Wasser auf dem Weg. Und keine Abkürzung. Und hier fliegen wir mal rüber. Nein. Ich will hier raus. Das macht mich so duster, wie das hier ist. Aber vielleicht ist das ja jetzt mal schlau denken, ne? Jetzt ist ja mal, also so, ne, versuchen. Wenn das ein Traum ist, dann vermittelt uns das ja gerade das Gefühl, was der Junge hat, ne? So stundenlang verloren und ein Typ, der ein das Ohr abkaut hier beim Reden. Und Schwachsinn verzerrt und man fühlt sich halt scheiße dabei. Das kann ich verstehen. Das ist ja. Schreibt mal in die Kommentare, was das ist. Ich werde es auch schreiben, wenn es mir einfällt. Hier hat es nicht gepumpelt. Wo sollen wir denn jetzt hin? Nein. Ach komm. Was ist das? Ich will doch, also. Wo ist das nächste Licht? Vielleicht bleibst du ja spannend und findest nochmal ein Vogelhaus. Ich hab's gesehen. Ja, es geht wieder in diese dunkle Ritze. Das wollte ich eigentlich vermeiden. Nein! Nee, dann bleib doch da! Ist mir ja. Du brauchst leider 100 Sterne, um den Level abzuschließen. Ich will nicht. Jetzt bin ich wirklich ganz umsonst herumgelaufen. Meine Damen und Herren, was ist hier los? Warum schreit der Mann schon wieder so? Ich glaube, da ist ein... Da müssen wir, da pritzelt. Nein, das ist das Pritzelding von dem. Nein! Da müssen wir nochmal gucken. Wahrscheinlich ist hier doch irgendwas aufgegangen, was ich übersehen habe. Natürlich habe ich es übersehen. Aber. Nee. Ach, ich muss, glaube ich. Ich mache mal ein Päuselchen. Ich bin gerade. Und ihr könnt. Es sieht aus wie gemalt. Das ist schon schön. Interessant. Nein, nicht so. Ich werde wahnsinnig. Ich soll hier doch nicht sein. Schreibt mal einen armen Mann in die Kommentare, wo ich hin soll. Ihr dürft auch spoilern. Aber wahrscheinlich habe ich ab dem Moment dann das doch allein gefunden. Aber ich will euch die Freude am Spoilern nicht nehmen. Manche finden das ja total geil, zu sagen, Darth Vader ist der Vater. Und fühlen sich dann, weiß ich nicht, mächtig. Allwissend. Heute könntest du sowas wie Star Wars nicht mehr machen, wird direkt getwittert. Alles im Arsch.
Aber die haben mir auch gesagt, die machen neue Star Wars. Die wollen da gar nicht mehr mit aufhören. Die haben da jetzt so einen Spaß dran. Sollen sie machen. Sollen sie machen. Warte mal. Das sieht hier neu aus. Sag jetzt nicht, wir haben es gefunden. Die Ecke kenne ich noch nicht. Nee, doch. Nee. Die Ecke. Ja. Wo ist denn jetzt die Tür aufgegangen? Ich werde langsam müde. Ich glaube, ich mache auch nur kurze Päuschen, weil... Ich habe auch Hunger. Der will mich verarschen. Die haben gesagt, hat Licht hinterher. Ich weiß nicht, irgendwo rauf wahrscheinlich. Die Musik ist mir gerade zu episch. So, nee, wie nennt man das? Nee, episch sagt man ja nicht mehr. Was sagt man denn? So. So. Die ist so. Also, was die Musik ist, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Und der Affe? Egal. Kümmere ich mich später drum. Dann wird er gefressen. Tschüss.